Hallo Elisabetta! Wir wollen ja nicht sexistisch sein, das heißt, Elisabetta bekommt auch noch ihren Trollkampf. Elisabetta? Wo bist du denn da? Nicht weitergekommen. Gut, Elisabetta, ja gut. Ich hab den Ton noch aus. Aha! Ich hab hier immer den Ton aus, weil ich ja dann nebenher die Szenen, die ich halt eh schon kenne, laufen lasse. Also gerade war das echt praktisch. Ich war ja jetzt gerade erst bei Mr. Brown. Hab den einfach labern lassen. Dann muss ich da was kaufen und fertig. Dann war ich bei Pippin. Nee, erst Ollivander. Dann muss ich auch nur labern. Am Ende bestätigen, dass ich den Zauberstab kaufe. Fertig. Dann Pippin. Labern. Kaufen. Fertig. Und Diesel auch labern. Kaufen. Fertig. Über die Dialoge kenne ich ja schon. Und da mache ich halt währenddessen dann andere Sachen. Und da die halt schon ein bisschen nerven. Wenn man was anderes macht, habe ich halt den Ton einfach komplett ausgeschaltet. Wobei, bei Rackhams Erinnerungen, habe ich den Ton einfach angeschaltet. Allerdings nur für Rackhams Erinnerungen, weil die wohl dachten, die sei besonders wichtig. Hi, hello. Ich habe alles, was ich brauche. Perfekt. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Oh nein! Welch Keultat! Was passiert da nur? Damit konnte ja jetzt keiner rechnen. Ist das etwa wirklich ein Troll? Das kommt unerwartet. Was mache ich jetzt bloß? Ich hab mal aber meinen neuen Zauberstab. Ja, na immerhin. Ich will auch Bombarder können, aber Elisabetta kann auch nicht Bombarder. So, der erste Troll läuft weg. Blöderweise mit den Polizisten. Und dann kommt allerdings noch ein Troll durchs Haus gekracht. Und um den kümmere ich mich dann halt. So. Hallo Troll. Aber den mal gerade platt. Schwächen wir ihn denn überhaupt? Weiter so! Ewig hält er das nicht aus! Ich habe übrigens, damit ich das nicht viermal hintereinander durchspielen muss, ich ja den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen erleichtert. Was war das? Er wird hier ja alles Mögliche angezeigt, was ich drücken muss. Ich hatte eingestellt, so leicht, dass man quasi nicht nachdenken muss. Hier wird mir ja alles gesagt, was ich machen muss. Achso, hier hätte ich jetzt. Naja. Ich dachte eher, dass dann solche Kämpfe bei dem Schwierigkeitsgrad übersprungen werden. Ja, also ich hatte hier. Also das ist noch leichter als leicht. Und zwar ist das der Schwierigkeitsgrad Geschichte. Erlebe nur die Geschichte, ohne selbst was dafür machen zu müssen. Ich dachte, dann werden halt die Kämpfe übersprungen. Aber anscheinend bedeutet das nur, dass sie dir sagen, wann du dich ducken musst. Naja. Dann machen wir den Troll jetzt mal abschießen und schauen, wie es Cody so geht. Yay. Oh nein! Noch ein Troll! Ja, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ja. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben sie das Zeug zur Aurorin. Ist wenn sogar sie gegendert. Wenn sie unverletzt sind, könnten sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Das heißt, die Synchronsprecherin hat das jetzt extra zweimal eingesprochen. Einmal das Zeug zum Auro und einmal das Zeug zur Aurorin. Ich hätte gedacht, jetzt... Haben Sie kurz Nein, Zeit? Für Sie nicht, Mr. Hill. Ich schaue mal, was er will. Ja, geh mal zu dem. Ich hätte jetzt echt gedacht, die haben jetzt nur den Text von Elisabetta neu eingesprochen. Aber, oh, da haben sie sogar... Ach, die arme Synchronsprecherin, dass sie für das eine Wort den Text nochmal neu einsprechen musste. Naja, danke, Elisabetta. Wir sehen uns dann wieder, wenn du die Jackdaw-Quest machst. Ich will jetzt schauen, was Cody so macht. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Was? Ich bin schon in Hogsmeade? Wieso... Wieso hat er jetzt schon im Hauptmenü gesprochen? Vor allem, Cody dürfte gerade gar nicht in Hogsmeade sein. Ich habe mich doch woanders ausgelockt, oder?
Genau, hier an der Küste. Richtig, hier war das. Diese tolle... Natürlich, ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin war. Ich schau mal gerade auf der Karte nach, wo wir weitermachen. Hier ist wahrscheinlich alles schon erledigt. Genau, das heißt, ich müsste jetzt mal hier das Rätsel von Merlin mir anschauen. So. Ach, da wären auch noch... Stopp. Ich sehe gerade... Ist das nur ein Ballon hier? Ich meine, den nehme ich natürlich dann mit. Aber das müssen doch mehr sein. Ja, das wäre ich hier oben weiter. Ja, hier oben geht's weiter. Dann nehme ich mir die gerade nochmal mit. Und da unten. Und noch tiefer. Da. Achso. Und. Jetzt habe ich den Startballon verpasst. Ist da unten noch irgendwo ein Ballon versteckt? Hallo? Ist da noch ein Ballon? Ja, da ist noch einer. Den hole ich mir dann natürlich auch noch. So. Und dann habe ich wieder Ballons zerplatzen lassen. Und jetzt geht's da zur Prüfung von Merlin. Ich sollte den Besen ein bisschen hochziehen. Ja. Ach, bei dem Quidditch-Feld ist das. Oder unten laufen. Schwarz-Weiß-Ding. Die muss ich mich vielleicht gleich kümmern. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ah, da sehe ich doch schon den Kugel. Die muss ich doch irgendwo einloggen. Ja, wo soll die denn eingeloggt werden? Ich lasse sie erstmal hier liegen. Hier unten vielleicht. Na, auf jeden Fall sind hier unten zwei Wilderer, um die ich mich kümmern muss. Vielleicht. Ach, hier. Fall mal da runter. Ach so, schade. Einige dieser Zauber. Ach Mist, jetzt bin ich runtergefallen. Das war so nicht geplant. Gut, dass ich vom Badern kann. Halt still, du kleiner Schmiede. Dagegen, dass du dieser Fett hast. So, was ist das denn? Hier war ich anscheinend auch noch nicht. Ich muss erst in eine andere Wilderei jetzt. Hey. Was ist er denn jetzt? Jetzt hätte ich den da hochgezogen. Ich muss jetzt wieder da hochlaufen. Nein, ich suche dich. Wo bist du? Das glaubt jetzt zu schwach. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Vier Galeonen, das weiß ja gar nichts. So, und was für eine Höhle habt ihr denn da bewacht? So, komm ich da rein? Ja. Hallo, Homura. Ich guck mal, was ihr da so versteckt habt. So, und... So. Guten Tag, ich hätte gerne einmal, was auch immer da drin ist. Hi. Das sollte ich untersuchen. Ja. Hi. Die Fairy. Aua. Meine alte Magie. Reverio. Oh, hier ist. Wofür habe ich denn jetzt hier die Tür geöffnet? Hier ist ja gar nichts hinter versteckt. Hier aber. Eine Madenhut. Da. Ist nichts. Das ist ja eine komische Höhle. Nichts mehr da. Ja gut, dann gehe ich halt wieder. Ja, ich war ja auch eigentlich gerade mit einer Prüfung von Merlin beschäftigt. Also, ich habe die Kugel schon gesehen. Die Frage ist, wo muss sie eingeloggt werden? Ist da unten irgendwo was? Rebellion. Ah, ich sehe nichts. Dann gehe ich jetzt mal wieder nach oben. Ach, da ist... Hier?
Das sieht schon ein bisschen anspruchsvoller aus. Soll ich hier vielleicht was reparieren? Soll ich den Reparo? Kein Reparo. Soll ich denn kein Reparo? Reparo. Kann ich hier irgendwo was reparieren? Nee. Wie krieg ich denn jetzt die Kugel hier rüber? Hier ist auch eindeutig was kaputt. Ich kann es nicht reparieren, das ist ja doof. Muss ich mal schauen, wie ich die Kugel jetzt da rüber kriege. Das ist ja hinten. Ist das denn ein Troll? Das ist Ringo. Oh. Nein! Was hast du getan? Doch gut. Lass mal den Troll doch mal die Arbeit machen. Naja, mach du nur. So, wo war denn jetzt die Prüfung? Die Prüfung verloren. Ne, da ist sie, oder? Genau, und die Kugel war ja direkt nebenan. Ach hier. So, wie kriege ich jetzt die Kugel dahin, wo sie hin soll? Wie muss ich sie drüber kriegen? Da muss ich da rein. Kriege ich die darüber gestoßen? Mit Depulso? Ausprobieren. Depulso. Und? Ich hab's geschafft! Hat damit ja jetzt aber auch nicht gerechnet. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Jo. Was Merlin hier alles von einem erwartet. Ja, da ist mal wieder eine Prüfung von Merlin geschafft. So, dann schau ich mal kurz auf die Karte. Ich gerade dann jetzt hier um, weil da ist noch ein kleines Banditenlager mit einer Truhe. Ich glaube, ich fange hier mit der alten Magie an. Ja, und da ist nichts. Da ist nichts. Wäre hier noch eine Prüfung. Ja, dann. Leviose. Aber. Nein, nicht Leviose, fast. Das wollte ich. So. Oh, ist ja doch ziemlich weit. Dann fliegen wir einfach mal hier an diesem Quidditch-Feld vorbei. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was, über ein Quidditch-Feld zu fliegen? Kann gefährlich werden. Ja, wenn du meinst. So. Schöne Gegend hier. Das Banditenlager machen wir dann gleich. Jetzt muss hier erstmal irgendwo alte Magie versteckt sein, die wir entfesseln wollen. Da! Hochlandung. Ja, sehr schön. Okay, dann schauen wir doch mal da rein. Komme ich hier rein? Da muss ich erstmal aufschließen. Hallo, Homora. Und dann einmal aufmachen. So. So, okay. Mal schauen, was uns da drinnen so schönes erwartet. Guten Tag, ich bin der Cody. Ich wollte hier nochmal gucken. Impulso! Confringo! Ein paar Galeonen, okay. Oh oh, da weiß ich doch schon wieder, was ich damit machen soll. Ich suche hier die alte Magie. Ich sehe gar keine alte Magie hier drin. Guck mal da raus. Wo muss ich dich denn hinbringen? Wo kann ich dich denn benutzen, um hochzukommen? So. Na komm. Bleib einfach mal da oben liegen. Ich hab grad gesehen, hier liegt noch was. Noch mehr Geld.
Tür. Ein Umhang. Aber ich bin ja eigentlich wegen was ganz anderem hier. Und da ist eine Katze. Noch eine Katze? Hey, ich flieg einfach mal hoch. Mal schauen. Ich von oben. Oh, ich kann am Dach nicht landen. Was also von innen tatsächlich mit diesem Ding da irgendwie reinkommen, oder? Ah, da sehe ich ein Beacon. Hier kann ich auch nicht landen. Und hier auch nicht. Okay, ich muss also von innen schaffen. Wieder runter. Okay. Dann geht's jetzt wieder rein. Ah, du bist wieder unten. Accio! Wingardium Leviosa! Capesto Momentum! So. Nee, so komme ich nicht hoch. Nee, das funktioniert so nicht. Accio! Wingardium Leviosa! Wo kann ich dich denn dann hinstellen, um hochzukommen? Hier vielleicht? Ah, weiter nach da hinten. Ach hier, Wingardium Leviosa. So. Arresto Momento. Das könnte doch klappen. Bin ich schon mal ein Zuhörer. Ich sag nicht, dass hier eine Sackgasse. Da komme ich durch. Hey, es war ganz schön gefährlich hier. Kann ich da rüberspringen? Ja, okay. So. Ah, da ist halt Magie. Und hier eine Leiter. Da ist auf jeden Fall noch mehr alte Magie. Und so. Das heißt, eine alte Magie fehlt mir jetzt noch. Wo ist sie denn jetzt noch versteckt? Ja, spring doch runter. Wo ist die letzte alte Magie jetzt versteckt? Achso, warte mal, das kann ich doch hier. Oh, geht's hier raus? Nee. Rebellion. Aha, in die Richtung. Aber hier ist meine Truhe. Will mal gerade schauen. Nee, aber da unten ist noch ein Säckchen. Naja. So, wo ist Rebellion jetzt die letzte? In die Richtung. Okay, ich muss hier, also da sind auf jeden Fall Steine, die ich wohl kaputt machen kann. Dann machen wir das doch mal. Und da ist die letzte alte Magie. Auf dem Klo! Das war nicht allzu schwer. Naja, das war schon ein bisschen anspruchsvoller als sonst, würde ich mal sagen. Ja, ist die alte Magie auf dem Klo gewesen. Wer rechnet denn mit sowas? Klo ist auch noch funktionstüchtig, sehr schön. Was wollte ich da machen? Achso, hier war irgendwo noch ein Banditenlager, das ich mir anschauen wollte. Oh, und Labyrinth. Wo waren die? Ah, da oben. Und hier? Nee, ach, die Phoenixberghöhle, die habe ich schon fertig. Ah, da ist noch ein Banditenlager, das geplündert werden will. Dann will ich da mal gerade hin. Guten Tag. Was haben wir denn da? Ah, da sind wir schon. Ich habe da noch gar nicht angefangen. Ich habe noch gar nicht angefangen. Hier muss Pflanzen sammeln. Das nicht. Ach, das sind Leute zu töten. Ja. Nein.
waren gerade mit einer Spinne am Kämpfen. Jetzt habe ich den Golf. Ey, nicht weglaufen. Ach, jetzt ist er da. Oh, war wohl ein bisschen. Oh! Um den wollte ich. Naja, dann machen wir den halt auch noch gerade. Das hört eine ganze Menge aus. Ich mir die X-Karte doch aufnehmen sollen. Ich soll. Und dann hatte der Wilderer nur eine Schulung vor. Oh, das war der falsche Knopf. Bombard! Verteile einen gewonnenen Gegner. Warte mal, das heißt, ich brauche Katius und die Finde zusammen. Ah, das muss aber nach da. So. Ich darf mal ausprobieren, ob das funktioniert. Aber ich will gerade mal was ausprobieren. Aua, ich will was ausprobieren. Also. Katius? Ne, hat nicht geklappt. Aua! Na, ich möchte. Ich glaube, das Ding würde wahrscheinlich nicht ganz so viel. Oh, das war der falsche. Das war so viel aus. Voll unfair. Wieder hoch. Na, hoffentlich sind jetzt die ganzen Banditen wieder respawned. Wenn ich mich um den Troll gekümmert habe. Guten Tag. Hallo? Was haben wir? Binden. Eine Bindehautentzündung? Naja. Ah, gut, damit ist dann das Banditenlager hier auch erledigt. Ich schaue mal gerade auf der Karte nach. Aber ich denke mal. Ja, 2 von 2. Was ist da oben noch? Schatzgewölbe, Fuberbau.
Oh. So, das hier ist noch eine Prüfung. Habe ich die da oben noch nicht gemacht? Naja, dann mache ich ja mal die. Dafür muss ich wieder in die andere Richtung. So. Ah, da sehe ich. Ne, da ist eine Landeplattform, oder? Ist das eine Landeplattform? Was ist das hier? Wir könnten ganz bestimmt noch mehr Tierwesen aus Hogwarts. Wie ist denn jetzt gelandet? Ich habe neulich ein Niffler-Junges für ein kleines Vermögen verkauft. Je kleiner sie sind, desto mehr sind sie wert. Wer hätte denn da? Ich hätte im Wald fast ein Grabhorn erwischt. Aber es ist entkommen. Schade. Hm. Ja. Das hätte vielleicht mal eine schöne Nebenquest sein können, aber nee. So. Hier muss ich runter. Zur nächsten Prüfung von Merlin. Ja, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, das wäre auch traurig, wenn er die immer noch nicht erkennen würde. Oh, was ist kaputt gegangen? Oder ich Reparo kann. Reparo! Hier noch mehr kaputte Statuen. Da hinten. Repar. Revelio. Wo sind denn noch mehr kaputte Statuen jetzt? Incendio. Defendo. Revelio. Da hinten sind auch Trümmer. Ne, da sind Knuddelmuffs. Oh, gut. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Oh, Knuddelmuffs kann man doch immer mal gebrauchen. Also nicht da, da ist noch einer. Wir laufen ja nicht mal weg. Revelio. So, wo sind jetzt noch Trümmer versteckt? Ich sehe keine. Merlin, ja, du sollst dich da nicht mal so verstecken, dass ich sie nicht finde. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Reparo! Oh, das war der Hauptkampf, die letzte Statue. Und ich habe auch dieses Rätsel von Merlin gelöst. Und würde sagen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu sagen, Arrivederci, over and out. Oh, schöner Sonnenuntergang. Aufgang.